Hejsan. Jag talar svenska nu, men jag har glömt det mesta. Holger Sprung wurde von der CDAK, Christliche Demokraten gegen Atomkraft, über 1000 Mitglieder der CDU-CSU als letztes Universalgenie Deutschlands bezeichnet. Er wurde von hunderten Persönlichkeiten, Nobelpreisträgern, Unternehmern, Politikern aus über einem Dutzend Ländern für 3 verschiedene Nobelpreise nominiert. Olaf Palme machte er zum Atomgegner und entwickelte für ihn die skandinavische Schule, die als das erfolgreichste Schulsystem der Welt gilt. Also wenn ich das lese, ich kenne dich ja jetzt auch, ne? Dann kriege ich Gänsehaut. Ich bin diesem tiefsten Mief entflohen, hier auch aus Mölln. Bin ich dann nach Schweden entflohen und habe dieses absolute Freiheit vorgefunden. Hübsche Mädchen, alles war erlaubt, hab viel Geld verdient. Ja. Das finde ich auch besonders bedrückend. Wir haben überhaupt nie kapiert, was Demokratie ist. Wir hatten ja auch nie eine. Nee, wir haben uns nie selbst erarbeitet. Wir haben da nie eine Revolution von gemacht, sondern sie wurde uns aufgestückt, fertig. Ja. Ich war ja auch mit Olaf Palme befreundet, damals, dem schwedischen Ministerpräsidenten. Ja, erzähl mal die Geschichte, wo du Olaf Palme zu einem AKW-Gegner gemacht hast.